Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute machen wir mal einen richtig großen Schritt und hüpfen straight to Tabard. Und jetzt gucken wir uns mal an den Da Vinci Boom 380 TD Finest Edition. Das ist ja ganz klar, weil wir sind ja auch so fein. Also los, Chakalaka, ab in diesen wunderschönen Wohnwagen. So, pass auf, dann gucken wir uns auch diese Schönheit erstmal von außen an. Das machen wir im Leben ganz häufig. Und was ich sofort sehe ist, also, und das ist übrigens das, was du auch sehen wirst. Erstmal haben wir hier schön glatt mit einem erhabenen Da Vinci Schriftzug. Das sieht schon ziemlich geil aus. Und weißt du, was noch viel geiler aussieht? Eine über die komplette Länge angebrachte LED-Leiste. Und die ist wirklich, wirklich schick. Und übrigens, das Gute ist ja, dass da oben Aufkleber dran kleben. Die werden wahrscheinlich dann in deinem Normalgebrauch entfernt. Aber die geben uns ganz wichtige Hinweise. Nämlich, wir haben einmal GFK-Dach. Super wichtig in Zukunft, das wirst du wissen, wenn du das mit der Klimakatastrophe ordentlich verfolgst, wird das jeden dritten Tag hageln. Mit dem GFK, da sagst du, okay, ist nicht so schön, aber auch nicht so doof, mir zerbellert die Karre. Dann hast du 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie, das ist natürlich auch super wichtig, damit du auch auf Dauer weißt, okay, 10 Jahre, sag mal, erstmal relativ safe, denk an die Dichtigkeitsprüfung. Dann haben wir ein Patentdach und das finde ich richtig cool, wir haben GPS schon integriert. Das ist natürlich geil, ja, ich musste mir das ja nachträglich reindengeln. Hier ist es schon drin. Aber jetzt kommt der Blick auf die Schönheit. Klo, wahrscheinlich, ich mutmaße, wir werden das gleich verifizieren. Dann einmal die TV-Dose, wahrscheinlich wieder multi belegt mit 230 und mit SAT-Anschluss, kein 12 Volt drin. Junge, Junge, Junge. Stromanschluss, wir schwenken rum, schöne Alufelgen drauf. Und dann, und das finde ich übrigens wirklich A gut und B auch noch super wichtig, das siehst du schon, wenn du Profi bist, auf einen Blick, gucke, Alco ATC in Serie verbaut. Das Alco Trailer Control, ja, jetzt ist der Wohnwagen hier natürlich nicht so wahnsinnig riesengroß. Aber wenn man den ordentlich belegt, dann behaupte ich, den ziehst du ordentlich hinter dir her. Ja, wir gucken uns die Daten gleich auf dem Datenblatt an. Und nichtsdestotrotz ist es ein Stück weit passive Sicherheit, die ich echt mag. Alco Anti-Schlingerkupplung und dann hier, guck mal, das finde ich auch super. Die Truma mit Crash-Sensor, dass ich dir keine Scheiße erzähle. Ja, genau, habe ich doch sofort erkannt. Ja, das ist die Mono Control CS Crash-Sensor. Es ist nicht die Duo Control. Das heißt, du kannst immer nur eine Gaspulle, 11 Kilo übrigens, anschließen. Aber Crash-Sensor bedeutet, wenn du mit dem fährst, kannst du eben das Gas auch während der Fahrt schon anhaben, um zum Beispiel im Winter die Heizung zu betreiben. Oder den Kühlschrank im Sommer. Oder beides im Herbst. Ja, spielt gar keine Rolle. Kann man sich natürlich nachträglich einbauen. Ist natürlich ein Act. Ja, neue Gasprüfung und so. Hier ist es schon drin, das finde ich toll. Ich muss wieder aufstehen. Deichselabdeckung, ganz hervorragend. Viel weiter kommen wir nicht. Hier ist nämlich Ende Gelände. Übrigens, das darf ich nicht vergessen. Hier hast du einmal die Stützlastwaage schon im Deichselrad drin. Na, herzlichen Glückwunsch. Das spart Kümmer. Kümmer. So, aber jetzt komm, Datencheck. Bum, 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 bum. So, pass auf, ganz nah ran, damit du auch wirklich alles siehst. Wir haben erstmal 5,99. Das Ding ist unter 6 Meter und hat einen Aufbau von 4. Ja, das ist schon reduziert, ist aber auch ein 2-Personen-Wohnwagen. Ja, und der bringt dir super viel Luxus mit sich. Dann haben wir erstmal eine Breite von 2,30, 2,32. Also, du kennst das Spiel Mausstation. Mal ein bisschen Züger durchnehmen, aber das Zahlen nicht vergessen. Und dann haben wir, und jetzt wird es richtig wichtig, Masse des leeren Fahrzeuges 1080, Masse im fahrbereiten Zustand 1150. Und das bei in Serie einer zulässigen Gesamtmasse von 1400 würde bedeuten, du hast 200, das macht ein geiles Geräusch, von 250 Kilo. Ja, da bist du schnell an der Grenze, also zack, nehmen wir doch in der Sonderausstattung direkt noch die Auflastung auf 1500 mit. Dann hast du 350 Kilo Zuladung. Das sollte doch bitte schon reichen. Aber du musst ja nicht den ganzen Hausstand mitschleppen. Und dann kommen wir auf den Preis. In der Basisvariante 20.670 Euro. Jetzt wirst du eventuell sagen, ey, für einen 2-Personen-Wohnwagen in der Größe, da kriege ich was Günstigeres oder vielleicht sogar was Billigeres.
Die Frage ist, ob du das willst, weil du hier natürlich auch echt eine ganze Menge erwarten kannst von Tabat, in diesem Fall beim 380 TD Da Vinci. Ob man jetzt bezüglich der Sonderausstattung wirklich alles mitnehmen muss, zum Beispiel den Fernseher für 839 Euro, da sage ich, ey, für 839 gehe ich in Saturn und hole mir einen 65 Zoller, kriege ich hier aber auch einen 21 Zoller. Aber es gibt auch Sachen, die sicherlich super, super sinnvoll sind und die gucken wir uns auch einfach innen drin mal an. Komm, wir gehen ganz langsam rein. Langsam, Melli. Als allererstes, wir sind noch gar nicht drin, das ist super, sehen wir schon die Tür. Sie ist zweigeteilt. Kannst also tolle Golden Retriever Fotos machen, wenn der oben so rüber guckt. Dann hast du ein großes, großes Fenster, was du natürlich verblenden kannst. Und du hast den von mir so wahnsinnig geschätzten Mülleimer, der übrigens genau der gleiche ist wie bei meinem Knaus. Woran mag das wohl liegen? Naja, ist ja die gleiche Firma. Jetzt aber rein. Und? Nein! Garderobenhaken an der Tür ist unfassbar. Unbelievable. So, auch hier übrigens so die Kleinigkeiten. Guck mal da, Tabat, da steht's, damit wenn du nach Hause kommst, siehst du gleich, schick, ja. Okay, ich bin auch im Richtigen. Langsam rein, langsam rein. Ich bin übrigens mit einem neuen Mikro ausgestattet. Ich bin nicht verkabelt. Das ist ein völlig neues Bewegungsgefühl. Und apropos Bewegungsgefühl. Die Melli, die filmt jetzt einmal mal so ganz entspannt rum. Und ich fange einfach mal an zu erzählen, was man hier alles erwarten darf. Zum einen. Wir waren auf der Suche nach einer Frontküche, weil ich die gerade so super geil finde. Haben wir aber bis dato noch nicht gefunden. Aber ich habe eben diesen hier gefunden und der hat halt einfach eine Heckküche. Das ist natürlich vom Aufbau, ja, wenn man hört Heck, Front, ist doch egal. In der Front hast du den großen Vorteil, dass du da einfach ein riesen Bugfenster noch ranballern kannst. Das ist halt hier nicht der Fall. Hier stehst du halt beim Kochen, so wie in vielen anderen Wohnwegen, mit dem Kopf vorm Schrank. Und da ist es mir eigentlich egal, ob das an der Seite ist oder hinten. Aber bezüglich des Raumkonzeptes muss das eben so umgesetzt werden. Und so dann, apropos Raumkonzept, was finden wir? Wir finden drei Flammen wirklich weit auseinander. Das ist cool. Und auch hier wieder mit der auch schon im Knaus gesehenen Optik. Schmiedegusseisern, hier die schönen Knebel. Total schön. Baden, ja, kannst auch wen baden. Einen kleinen Hund kannst da drinnen baden. Ansonsten wäschst du hier drinnen erstmal ab. Und dann haben wir einen kleinen Kühlschrank, der natürlich läuft auf Gas, 12 Volt, 230 Volt. Das ist dann einfach von dir zu entscheiden. Lassen während der Fahrt auf Gas laufen. Du hast ja die Monocontrol CS. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Preis. So, jetzt hast du hier, guck dir das mal an. Ja, hast du gesehen, Melanie? Ja. Soft Close. Das fährt ordentlich rein. Das läuft ordentlich in der Führung. Es gibt natürlich Wohnwagen, ey, die sind für Einsteiger, die sind vielleicht für jüngere Menschen, für Menschen, die ein bisschen preisbewusster sind. Und die sind super, die erfüllen ihren Zweck. Und es gibt natürlich auch einfach Wohnwagen, die kosten dann einfach einen kleinen Euro mehr. Dann ist aber auch nicht wackel, wackel, klack, 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 sondern dann ist halt zzzzt. So, das ist ganz einfach. Bin ich ganz ehrlich. Wenn ich mich jetzt ein bisschen nach rechts bewege, dann sehe ich, dass wir hier in der Küchenzeile zum einen Ablage haben. Das finde ich toll. Dann sehe ich, dass wir hier oben einmal Lichtschalter haben und eine Steckdose. Was ich mich gerade frage, ist, verdammte Axt, wo stellst du hier die Kaffeemaschine hin? Tja. Müsstest du hier so irgendwie hin und dann wieder wegräumen. Also dafür ist nicht viel Platz, ist es aber auch ein kleiner Grundriss. So, nichtsdestotrotz, wir schwenken weiter und natürlich muss hier jeder Zentimeter ordentlich genutzt werden. Das ist natürlich in den Oberschränken passiert. Ja, die kannst du dann belegen mit Klamotten oder mit was man halt so mit in Urlaub nimmt. Und dann hast du hier eine kleine Sitzecke. Und es ist ein Zwei-Personen-Wohnwagen. Und wie viel Platz braucht man in einem Zwei-Personen-Wohnwagen? 95 Sitzplätze wie in manch anderen U-Sitzecken? Ist ja Quatsch, braucht man ja nicht. Hier sitzt man sich schön gegenüber, kann sich ein bisschen in die Augen schauen. Man kann sich auch so an den Händen halten und sich sagen, wie sehr man sich lieb hat, um miteinander einen tollen Urlaub zu verbringen. Man kann sich wahrscheinlich auch anpaulen, so auf die Entfernung. Was ich sagen will, ist, zwei Personen, kleiner Tisch, kleine Sitzecke, übrigens mit so einem Lederimitat, echtes Leder, weiß ich gar nicht. Es riecht nicht nach Leder, aber es fühlt sich gut an. Und wahrscheinlich ist es auch einfach gut unempfindlich, dass du es wieder abwaschen kannst, weil es ist hell, da muss man drauf achten. Und nichtsdestotrotz, wenn du mal Besuch kriegst,
vom Hausfreund oder so, weiß ich nicht. Dann kann man hier auch noch absenken. Ja, und dann kann der hier auch noch so halbwegs pennen. Absenken bringt mich übrigens zum nächsten Punkt. Hier oben wieder unsere heiß ist sie geworden. Ja, ich sage den ganzen Tag schon an. Kannst du natürlich raus, kannst du ein bisschen verschieben, siehst du, drehst du wieder rein und hast halt einfach so eine gewisse Variabilität, ist das Wort, auf einem Donnerstagabend mittlerweile fast schon schwer, mit der Lichtgestaltung. Und dann, Melli, du hast es auch schon richtig gemacht, dann kommen wir hier zum Fernseher. Jetzt denkst du dir, ey, so wie der Fernseher da hängt, ist ja totaler Käse, da kann ja kein Mensch gucken. Nein, man kann ihn natürlich mit einem Griff, oder zwei Griffen, warte mal, doch hier unten noch. Oh, warte. Also zum einen kannst du ihn jetzt drehen zur Sitzecke. Das ist ja schon mal ganz viel wert. Und jetzt muss ich mal gucken. Was weiß ich, wie der Scheiß ausgeht. Es sieht auf jeden Fall so aus, dass man das hier noch definitiv... Ich will das jetzt aber hinkriegen. Das ist, glaube ich... Damit es bei der Messe nicht passiert, haben sie es so gemacht. Man kann den rausdrehen. So, Cut. So, den kannst du einfach mal schön rausdrehen, um den mal so mit ganz viel Schmackes um die Ecke zu nägeln. Dann hast du nämlich natürlich die Möglichkeit, hier diesen Fernseher zu haben. Und wenn du dann hier im Bettchen liegst, mit deiner Holden oder auch mit wem auch immer, weiß man ja manchmal nicht, dann kannst du zum einen Fernsehen gucken. Du hast hier übrigens eine schöne, weiche Matratze. Ich weiß gar nicht, ob mir die zu weich wäre. Ich habe es eher hart. In der Matratze. Und dann hast du halt einfach ein wirklich ausreichendes Bettchen. Ich denke mal so auf 1,40 gehen wir. Lang genug ist es übrigens auch, wenn ich hier so liege. Das ist immer ganz wichtig für mich, dass ich mit den Füßen nicht anstoße. Finde ich gut gelöst, alles schick, alles schön. So, und jetzt ist natürlich die Frage, für wen ist denn dieser Wohnwagen überhaupt gedacht? Ist der jetzt für den 21-jährigen Klaus mit seiner 18-jährigen Andrea? Da sage ich, weiß ich nicht. Ich meine, das ist ein Dekor, das ist eher gediegener. Ich glaube, das ist eher für ältere Menschen, die tatsächlich noch mal mit ein bisschen Komfort und trotzdem einem kleinen Wohnwagen hinten dran auf Reisen gehen wollen. Und die trotzdem eine ganze Menge Stauraum haben. Hier ist noch Stauraum, einmal ganz oben drumherum. Das indirekte Licht finde ich total schön. Hier den riesengroßen Schrank, also der ist ja wirklich riesengroß. Und da ist auch eine ganze Menge drin und zwar... zum einen Platz, um deine Hemden aufzuhängen und zum anderen die Puzzlestücke oben aus der Sitzecke ein Bett zu machen. Hier einmal die Therme, ja, beziehungsweise der Schalter für die Therme, damit du auch immer warmes, respektive sogar heißes Wasser hast. Dann haben wir hier unten einmal unsere Truma-Heizung, sogar mit Gebläse. Das finde ich tatsächlich spooky, weil oftmals hast du es ja so, dass in so kleinen Wohnwegen, dass die Heizung tatsächlich in der Mitte verbaut wird. Mhm. Ja, ist ja irgendwo sinnvoll. Und dann brauchst du eigentlich gar keine Umluft, weil auf diesen 2,20 Meter von hier nach da verteilt sich die Wärme. Aber es ist natürlich immer besser mit Umluft, weil sonst hast du nämlich, also so hast du einfach ein besseres Raumklima. Das ist geil. Hier übrigens, apropos Klima, damit du auch abends ganz sauber ins Bett gehen kannst, kannst du hier waschen. Hier kannst du noch ein Handtuch aufhängen, ist auch schön gelöst. Hier unten hast du noch eine ganze Menge Platz für Lokuspapier und sonstige diverse Utensilien. Und ganz wichtig, Melanie, du weißt, was ich in jedem Badezimmer finden muss, um grundsätzlich zufrieden zu sein. Das ist nämlich die 230 Volt Steckdose für deinen Rasierer. Ja, weil ich weiß ja, dass ganz oft die Menschen sagen, boah, yes, der rasiert sich ja nie. Ja doch, das tue ich. Ich habe ja so einen 3-Tage-Bartschneider. Weil wenn ich mich ganz rasiere nass, dann sehe ich aus wie 14. Also hier oben aus wie 80 und hier wie 14. Deswegen mache ich immer 3-Tage-Bart. Habt ihr wieder was gelernt? War so ein Insight. So, apropos Insight. Natürlich muss man manchmal auch eine Ecke weiter. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, das ist ja gar kein Klo. Ja doch, da ist ein Klo. Das verbirgt sich hier hinter. Du hast aber auch die Möglichkeit, mit diesem Duschvorhang einfach die eingebaute Dusche zu nutzen. Da kennst du meine Meinung, oder? Kennst du noch nicht? Dann sage ich sie dir. Das wäre nichts für mich. Warum? Ganz einfach. Nass, Plasteelaste, kleben. Nicht meins. Also nicht beim Duschen. Ansonsten haben wir alles gezeigt. Da hinten sind nochmal Steckdose, eine 230 Volt Steckdose. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles durch, oder? Hier kannst du noch zumachen, obwohl, ganz ehrlich, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, würde ich hier nicht zumachen, weil da ist ja keiner mehr.
Klar. Ganz einfach. Und hier oben natürlich noch das Mini-Heki und über dir das Midi-Heki. Auch das wollen wir nicht verschweigen. Komm, yes. Machen wir ein kleines Feedback. Das machen wir aber draußen, weil hier drinnen wird es langsam warm. Hier sind so viele Menschen. Melli freut sich, oder? Ja. So, rausgehüpft, vorhin reingehüpft. Kurzes Feedback. Der DaVinci 380 TD. Wirklich ein kleiner Wohnwagen für zwei Personen, die es vielleicht etwas gediegener wollen, ja, die auch bezüglich des Designs so eher diesen Style nachlaufen und ansonsten trotzdem eine ganze Menge erwarten, und zwar eine vernünftige, gute Verarbeitung, ein solides Raumkonzept und alles, was man so braucht, um zu zweit irgendwie ein paar schöne Tage on the road und am Meer und überall zu erleben. Naja, dann sage ich, dann denk mal über den Tabat nach. Fährst zum Händler, guckst ihn dir an, anfassen, fühlen. Und dann, wenn du das getan hast, und wenn du dann sagst, ey, das Video, das war irgendwie ganz nice und du freust dich schon aufs nächste, ey, dann sag ich an dieser Stelle, super cool, dass du dir die Zeit genommen hast, um dir dieses Video anzuschauen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Wir sind weg, deine Melli und der Stefan. Au revoir, Paris, Athen, auf Wiedersehen.